Ohne Spaß, ich gebe euch einen Tipp. Glaubt mir, bitte glaubt mir, wie ihr einfach den Ramadan überwinden könnt. Diese Wolvik-Flaschen, ne? Zwei Stück davon. Egal wie oft ihr pinkelt, scheiß drauf. Egal, ob ihr nicht mehr könnt, lieber nicht essen, aber auf jeden Fall das trinken. Zwei Stück davon von Sahur, von Iftar bis Sahur. Zwei Stück, wenn geht, noch mehr. Unendlich trinken, solange es wirklich geht. Und zu Sahur einfach nicht vollstopfen. Ich esse sogar Sahur fast gar nicht. Ich baller mir jetzt so fünf Datteln noch rein. Einfach so und dann einfach, ich gucke nur, dass ich trinke. Glaub mir, easy. Ja, bist du behindert? Hä, was passiert? Was denn? Was ist passiert? Was? Pass auf, Kohle, du Schwanz! Was ist denn passiert? Sag mir, was passiert ist, was? Sag mir bitte, was passiert ist. Was ist passiert? Was ist passiert? Bitte, was ist passiert? Ich verstehe alles. Aber wer hat dich verarscht, Digga, ja? Junge, warte mal kurz, Digga. Bruder, du musst dich nicht für Ramadan irgendwie. Man, Anzug zieht man nach Ramadan, nicht Anfang Ramadan an. Was scheißt ihr wegen? Sag mal bitte, sag mal ich bitte. Sag dir, Wallah, das ist eine Sache, der unmöglich, was mir passiert ist, Wallah. Bruder, ich weiß, diese Dings bei Verpackung weg, ne? Ich steck so rein und mein Finger bleibt genau so stecken, Wallah. Aber so, das klingt ein, so, dass meine Fingernägel sind, Wallah. Guck mal, wie blau das ist. Digga, Bruder. Einfach, sogar diese Mülleimer hat Maus geklatscht. Ih, krass. Weil, Freunde, ich wollte einfach nur euch sagen, diese Datteln hier, Bruder, das ist keine Dattel, das ist ein Reifen. Oh, lecker! Oh, glaub mir, diese Datteln, mein lieber Scholli. Freunde, sehr gefährlich einzuschlafen mit einer vollen Wasserflasche. Man steht morgens auf und kommt direkt auf falsche Gedanken. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Du, mein Lieber, gehst erstmal hier runter. Dich will ich nicht sehen.